Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch. Dieses Video hat schon einen Bart, bevor es überhaupt gedreht wurde, weil ich euch heute nämlich zeige, was ich im August, ja August, okay, wir haben jetzt Ende September, geshoppt habe. Aber es hat zeitlich einfach nicht anders gepasst. Ihr wisst, Anfang August habe ich geheiratet und dafür habe ich mir zwei Nagellacke gekauft, weil ich mein Kleid nicht mitnehmen wollte zu Douglas. Und das ist einmal von MAC Delicate. Ein Cream angeblich, aber sehr dünn. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und einmal von Dior, der heißt Lily. Und der war dann tatsächlich auch im Einsatz bei meiner Hochzeit und hat perfekt zum Kleid gepasst. Das hat mich mega gefreut, dass das hingehauen hat. Dann habe ich bei Sephora bestellt. Und zwar einmal die Cover FX, ja. Custom Bold Drops Oil Control, und wie ihr sehen könnt, habe ich sie nicht unendlich oft benutzt, da das Handling für mich ein bisschen schwierig war und ich bin da im Moment noch am Ausprobieren, obwohl meine Haut mittlerweile schon wieder ziemlich trocken wird. Ja, ihr seht schon, auch Lippenprodukte waren dabei, weil es schon wieder kälter ist. Dann durfte nicht fehlen dieses wunderbare Set. Ihr wisst, das Setting Spray von Urban Decay All Nighter ist schon länger aufgebraucht. Und jetzt wisst ihr auch, wie lange ich das schon habe. Sehr lange. Und in diesem Set war noch dabei von Kat Von D ein Lippenstift. So sieht das gute Stück aus. Ich finde, die haben die perfekte Größe für so tolle Farben. Weil man ja am Ende des Tages nicht unendlich viel davon benutzt. Wie heißt denn der? Der heißt Sexer? Stimmt das? Naja, ich zeige es euch mal so. Auf jeden Fall eine tolle Farbe, Pink mit blauem Schimmer. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Sehr schön. Dann war noch dabei von Fresh Sugar Rose. Das ist so ein kleiner... Ja, er geht sehr schwierig auf. Ich kriege ihn gerade überhaupt nicht auf. Das muss mein Mann mal machen. Wie ihr sehen könnt, habe ich ihn noch nicht benutzt. Lippenbalsam, der gefärbt ist. Ich hätte ihn euch gerne gezeigt, aber ich kriege ihn echt nicht auf. Außerdem noch von Tarte. Tarte Guard 30. Ein Sonnenschutz, der perfekt unter Make-up geht. Sehr, sehr cool. Dann Lotterazzi by Beauty Blender. Diese, ihr seht schon, das hat nicht gut für mich funktioniert. Ich werde das noch ein bisschen ausprobieren, wenn ich es mal schaffe, aber da hängt mein halbes Make-up im Moment dran. Muss vielleicht erst nochmal gewaschen werden. Dann von Smashbox der 24-Hour Photo Finish Shadow Primer, also ein Lidschattenprimer. So eine kleine Tube, ich denke, die wird mir auch locker ausreichen erstmal. Zumal ich noch nicht dazu gekommen bin, das auszuprobieren. Und dann natürlich der einzigartige Grandiose Mascara Wasserfest von Lancôme mit dem total seltsam geformten Bürstchen. Den habe ich heute auch mal wieder benutzt. Wir sind noch keine Freunde wirklich, um ehrlich zu sein. Ich habe auch das Gefühl, dass meine Wimpern nicht so aussehen wie sonst. Und sonst gefallen sie mir wirklich gut. Mal schauen, ob wir uns noch anfreunden. Und dann gab es noch so eine, keine Ahnung, Geburtstagsgeschichte. Ich weiß nicht, ob die jeder bekommen hat und es um Sephora Geburtstagstralala ging oder um es tatsächlich um meinen Geburtstag ging, weil der war einen Tag vor der Hochzeit. Also so ungefähr eine Woche, bevor ich bestellt hatte. Und da war dabei von Stila ein Felltip Eyeliner, auch wasserfest. Und ein Marc Jacobs Eyeliner. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und ein super cooler Lippenstift von Marc Jacobs, der Kiss Kiss Bang Bang heißt. Und upsie, so aussieht. Schöne Alltagsfarbe und ich liebe diese Lippenstiftgröße für die Handtasche. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Für jemand, der gerne kleine Handtaschen benutzt, aber trotzdem seinen halben Hausstand dabei haben möchte, sind solche Lippenstifte sehr praktisch.
Dann gab es bei KIKO Rabatt, ich glaube minus 50%. Und da habe ich mir diesen wunderbaren, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn euch schon gezeigt habe, Eyeshadow mitgenommen in der Farbe 225. Habe ich auch schon ein paar Mal benutzt. Ich finde den sehr toll. Und so sieht er aus, richtig schön schimmernd blau. Und natürlich war das auch noch nicht alles. Wer hätte es gedacht? Ich habe von L'Oreal die Cushion Foundation mitgenommen. In der hellsten Farbe, die sie hatten. Und Surprise, Surprise. Zu dunkel. Ja. Ich muss mir was damit überlegen, was ich damit machen kann und wie ich sie trotzdem benutzen kann. Ich weiß auch nicht. Hat mich ein bisschen enttäuscht bisher. Und natürlich auch noch von Essence die Stay All Day 16 Hour Long Lasting Concealer, der in meinem Projekt ist, in der Farbe 10, Natural Beige. Ja, ist echt schade, dass auch diese Farbe nicht passt. Ich kaufe immer die hellste, egal von was, und das ist meistens zu dunkel. Und weil das eben so ist, habe ich von Manhattan auch noch den Wake-Up Concealer mitgenommen. Ich kann schon gar nicht mehr lesen, was die Farbe ist. So sieht er aus, der passt schon ein bisschen besser, ist aber immer noch ein bisschen dunkel. Und wenn man bedenkt, dass wir gerade aus dem Sommer kommen und in den Herbst starten, ich werde wohl nicht brauner werden im Winter, schätze ich. Auch wenn sonst manche meiner Bewegungen etwas gegenläufig zum Trend sind, ja. Außerdem dabei war im August für mich noch Institut Carité Paris Shea Handcreme. Wie ihr sehen könnt, die lag im Wohnzimmer, die habe ich schon ein bisschen benutzt. So fast die Hälfte ist schon weg. Die riecht sehr toll. Ja, genau. Fleur de Lis. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, sie riecht auf jeden Fall frisch und es ist so ein bisschen auch ein Unisex-Duft, würde ich sagen, weil sie nicht so unendlich blumig ist, sondern einfach ein bisschen nach frisch gewaschener Wäsche, so in dem Dreh. Also nur zu empfehlen und sehr reichhaltig. Aber erwartet bitte nicht, wenn ihr euch damit die Hände eingecremt habt, dass ihr danach sofort ein Stück Papier ohne Folgen anfassen könnt. Just saying it. Von der gleichen Marke auch noch mit Duft. Rose, so hübsch sind die übrigens verpackt. Die gab es bei TK Maxx. Unverbindliche Preisempfehlung 8 Euro und bei denen für 3,99. Und ist das nicht zauberhaft? Ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen. Die musste ich haben. Und ich denke, solange es da um Handcreme geht, so what? Ich benutze sie ja auch immerhin. Dann gab es dort auch noch so ein wunderbares Set von Bales and Harding. Und zwar haben wir hier Shower Cream. Lasst mich sehen. Body Wash. Und ich habe keine Ahnung, wo da der Unterschied ist, außer der zauberhaft süßen Verpackung, die übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so ein hellrosa und Roségold ist. I love it. Und dabei war auch noch Handcreme kann man ja nie genug haben, jedenfalls ich offensichtlich nicht. Und Bodylotion. Und wie ihr sehen könnt, die habe ich auch schon gut benutzt. Und der Duft ist Pink Magnolia and Pearl Blossom. Und das riecht fantastisch frisch, ein bisschen süßlich. Auf jeden Fall sehr angenehm. Verfliegt natürlich auch recht schnell. Aber was will man erwarten? Und natürlich war die auch in so einem wunderschönen Teilchen verpackt, was man bestimmt auch gut benutzen kann, wenn man Flugreisen macht und solche Geschichten. Dann ist noch in meinen Einkaufskorb gewandert diese, oh ja, sind auch schon Haare dran, sehr gut, Haargummis in hellem Rosa.
Das war wohl meine Monatsfarbe im August. Außerdem von Declaré Youth Supreme Eye Cream. Die ist reichhaltig, riecht ganz lecker. Also nicht nach was Essbarem, aber ihr wisst, was ich meine. Nicht irgendwie schrecklich chemisch oder so. Die habe ich gekauft, weil ich keine Augencreme mehr hatte und ich gemerkt habe, dass ich hier so kleine Trockenheitsfältchen bekomme, wenn es kälter wird. Und habe ich gedacht, das ist mal ein guter Start. Das ist eine von den günstigeren auf jeden Fall. Außerdem musste mit von Origins Ginseng Creme. Und die riecht natürlich toll fruchtig. Und es war die Limited Edition Geschichte, wo es dann gleich nochmal 25 Milliliter mehr zum gleichen Preis gibt. Und da konnte ich natürlich nicht nein sagen. Außerdem von Origins habe ich die Out of Trouble Maske gekauft. Und wie ihr sehen könnt, auch schon gut benutzt. Ich würde sagen, schon fast die Hälfte weg. Ja, wir hatten unsere Differenzen. Aber sie funktioniert gut. Nur würde ich sie nicht zu nah an die Augen bringen, weil sie einfach sofort anfangen zu tränen. Sie riecht sehr stark. Und wer das nicht auf dem Gesicht aushalten kann, der sollte wahrscheinlich lieber die Finger davon lassen. Ich bin so ein Typ, wer schön sein will, muss leiden. Deshalb macht mir das eigentlich nichts aus, aber gibt ja noch andere Leute. Und man muss ja auch nicht so sein im Übrigen. So. Und ich dachte eigentlich, oh, ist gar kein so schlimmer Monat. Du hast zwar Handcreme gekauft, aber du hast wenigstens nur im Set einen Lippenbalsam gekauft. Das war nicht korrekt. Ich habe nämlich auch von MAC 10 Talkies diese Reihe. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Candy Wrapped gekauft. Und so sieht das gute Stück aus. Schon ein, zweimal benutzt. Und ich swatche euch den. Das ist genau das, was ich mir schon dachte eigentlich. Aber man lernt es ja nicht. Hier ist er übrigens. Das ist so eine Geschichte, die sich mit Wärme, Hautton und was auch immer allem farblich verändert und dann pink wird. Könnt es sehen, es wird immer pinker. Und dann gibt es wie so eine Art Stain auf der Lippe, der sich, wenn man das über den Tag nachzeichnet, immer mehr intensiviert. Ich habe da noch gemischte Gefühle, zumal ich das Gefühl hatte, dass er meine Lippen auch austrocknet. Und das für einen Lippenbalsam ist schon richtig doof. Aber naja, immerhin hat er eine mega geile Verpackung. Das muss man ja auch mal sagen. Hat er alles so seine Vor- und Nachteile, ne? Ja, und da ich nach diesem Urban Decay All-Nighter kein Fixing Spray mehr hatte und ich mir was gönnen wollte, habe ich das von Clarisse gekauft. Und man muss ehrlich gestehen, ja, es ist die Hälfte an Produkt. Es ist viel teurer, aber es riecht mega geil. Und ich habe das jetzt einen halben Monat nicht benutzt, gar nicht, weil ich ja hier oben alles stehen hatte und ich dieses Video drehen wollte. Und außerdem wollte ich nicht, dass es so schnell leer wird. Ich habe wirklich das Gefühl, ja, okay, es macht schon, dass mein Make-up länger hält, ja. Aber durch diesen mega genialen Duft, also erstens mal muss man es näher ans Gesicht halten als alle anderen. Das ist die eine Sache. Es hat wie ein Parfüm, so ein Sprühkopf. Es riecht so toll. Nach Rose und Granatapfel. Und allein durch den tollen Geruch habe ich das Gefühl, dass ich das meiste davon aufgebraucht habe, weil es einfach so
total erfrischend ist und dann geht man lieber nochmal drüber, weil es so genial riecht und ein angenehmes Gefühl gibt. Ja, es ist auf jeden Fall ein Special Treat, gefällt mir sehr gut, werde ich nicht ewig nachkaufen wahrscheinlich. So, ich glaube, das war jetzt erstmal alles. Bin ganz überrascht, dass ich das so schnell in Anführungszeichen hingekriegt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.